Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Trains in World 2 mit der Baureihe 185 mit der Lokomotive 601-2 in diesem Repaint der HSL Logistik GmbH Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir steigen mal ein. Also ein bisschen laut hier. So, nehmen wir erstmal hier mal das Licht runter. Na, das wollte ich nicht. Das hier erstmal ausmachen. Dann würde ich sagen, rüsten wir mal die Lok auf. Der Richtungswender ist auf neutral. Dann schalten wir uns mal unsere Sicherungssysteme mit hinzu. Nämlich LZP, PZB und SIFAR. Spitzensignale sind an. Stromabnehmer gucken wir uns gleich an, ob wir den richtigen gehoben haben oder nicht. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Können den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung packen. Das passt alles. Spitzensignale gehen wir gleich ruhig direkt auf die hellen. Ja, wobei machen wir das gleich, wenn wir losgefahren sind. Das passt alles. Ziehen wir mal die Lokbremse noch an. Ja. Ich wollte eigentlich 3 Bar haben, nicht 4 Bar. Zugbremsen können wir lösen. Dann können wir uns die AFB hinzuschalten. AFB, AFB, Und gehen AFB. erstmal auf die 40. Gehen mal hier auf dieses Display. Und dann gucken wir mal nach dem Stromabnehmer. Da ist der hintere gehoben. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Glaube ich zumindest, bin mir da nicht ganz sicher. Ja, das wird schon passen. Also ich meine, ich habe tatsächlich auch schon mal, glaube ich, einen Güterzug gesehen. Auch hier mit solchen Containern hinten dran, wo der vordere Stromabnehmer gehoben war, interessanterweise. Aber gut, das ist ja, glaube ich, bei jedem Eisenbahnverkehrsunternehmen anders, ne? Das ist ja, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. So, das passt dann alles. Ja, dann würde ich mal behaupten, gucken wir uns hier noch den ICE an, wie der hier la noch lang braust. Sehr, sehr schön. Also hier ist ja auf jeden Fall ein bisschen was los. Wir stehen hier gerade in Riesa. Es ist 20:53 Uhr. Dann würde ich mal sagen, unser Signal zeigt, dass wir fahren dürfen. Dann wollen wir jetzt auch nicht mehr weiter lange schnacken und auch langsam loslegen. Dazu lösen wir die Lokbremse. Lösen, ne? Löst du die erst? Achso, ich glaube, die wird dann erst hier gelöst, wenn man Leistung aufschaltet, ne? Wir können ja mal eine kleine Rollprobe machen. Leider rollen wir noch nicht mal. Was ist das Problem? Warum löst du die Bremse nicht? Wir sind doch... Moment. So. Leistung wird aufgeschaltet. Aha, dann machen wir mal eine Rollprobe. So, Leistung raus und wir halten wieder an. Warum? Ach so, muss man eine Rollprobe ohne AFB machen?
Ich mach mal die AFB aus. Ist die jetzt aus? Nee, ich wollte nicht zur Stelle kontaktieren. AFB ist aus. So, Bremse wird gelöst. Wir schalten Leistung auf. Jetzt bin ich gespannt. So, Leistung wieder weg. Ja, wir rollen weiterhin. Okay, das passt. Dann würde ich sagen, können wir jetzt die AFB in der Fahrt dazu schalten, bestimmt. AFB, AFB, AFB. Ach, wir hätten den AFB-Hebel natürlich durchdrücken müssen, wenn wir sie anmachen. Das ist klar. So, Bremse wird gelöst. Und dann geht's los. War vielleicht ein bisschen zu viel Leistung. Zugbeeinflussung. Sie Ja. So. Müssen wir nicht bei dem Signal eigentlich das Stellwerk kontaktieren? Ich mach das mal. Fortfahren gemäß Signalbilder. Müsste das hier nicht aufleuchten? Na. Achso, wir wollten uns doch ein bisschen hier Licht machen. So, dann können wir jetzt mal beschleunigen auf 80. Vmax der Wagen ist, glaube ich. Oh, weiß ich gerade nicht. Okay, das sieht nicht so aus, als hätten wir eine Beeinflussung vor uns. Na gut, jetzt ist es komplett dunkel, jetzt werde ich das eh nicht mehr sehen können. Ich denke mal 120, oder? Okay, warum strahlt dieses Licht hier so rein? Vom Mond, ist das der Mond? Ich glaube schon. Hier rechts die Autobahn. Ich glaube zumindest, das ist eine Autobahn. Ja, eine Nachtfahrt. Das ist auf dieser Strecke immer besonders schön, aufgrund des wundervollen Lichtsystems hier.
aufgrund dieser wirklich fabelhaften Beleuchtung. Es macht einfach Spaß, bei Nacht hier zu fahren. Das ist im TSW so eine Sache mit den Nachtfahrten. Meistens ist das nämlich gar nicht so cool, nachts über zu fahren. Einfach weil die Strecken stockduster sind. Die Beleuchtung ist meistens nicht besonders gut. Aber hier, auf der Strecke, ist eine Nachtfahrt, würde ich sagen, sogar fast noch cooler als tagsüber zu fahren. Einfach weil das hier einfach super entspannt ist und diese schöne Beleuchtung, die kann man einfach genießen. So, wir dürfen hoch auf die 120 offensichtlich. Vmax der Lok ist glaube ich 140. Es ist so dunkel, das können wir uns jetzt nicht angucken. So, 120 gelten hier auch. Hallo Kollege. Im Tal N2. Wie ist das bei euch? Fahrt ihr hier lieber tagsüber oder nachts? Ja, tagsüber kann man natürlich deutlich mehr sehen. Aber bei Nacht, finde ich, hat das so was extremst Entspannendes. Das ist nichts Ideales für solche Let's Play-Videos hier auf YouTube. Aber ich dachte, ich mache das trotzdem. Ja, dooferweise spinnt halt das Display von der 185 ein bisschen. Hier in der Mitte, wo die 0 steht, da müsste jetzt eigentlich eine 116 drin stehen, aber manchmal, wenn man dann in die Außenkamera geht, dann ist das plötzlich weg. Dann hilft es manchmal, ein wenig Leistung auf und ab zu schalten. Das bringt jetzt hier nichts. Schalten wir mal die SIFA auf. Hier die AFB, dann passt das, ja. Ach schön, diese Beleuchtung da rechts. Einfach herrlich. Normalerweise wäre das stockduster gewesen auf anderen Strecken. Auf älteren Strecken, sagen wir es mal so. Das war gerade ein etwas heftiger Lag.
Ja, so. Hab jetzt mal versucht, ein paar nette Screenshots zu bekommen. Wo die Lok halbwegs gescheit angestrahlt wird. Jetzt hat kurz die Geschwindigkeitsanzeige wieder gespinnt, aber jetzt geht's wieder. Wir dürfen natürlich nicht schneller als 120 fahren, aufgrund der mittleren Zugart. Wobei ich nicht weiß, ob nicht vielleicht sogar die untere Zugart angemessen gewesen wäre. Was haben wir da? 120er, okay. Für das Gleis hier rechts. Nämlich das hier, was hier rechts abgeht. So, 160 darf hier gefahren werden. Wir natürlich nicht. Wir bleiben bei unseren 120. Na komm schon, liebe Lok. Warum bist du denn jetzt langsamer? Okay, es geht mit 1 Punkt. Um 1,1% aufwärts. Ah, das struggelt die Lok schon hart, ne? Also wenn es aufwärts geht, richtig viel schneller wird sie jetzt nicht mehr. Jetzt geht's, glaube ich, wieder runter. Ja, um 1%, jetzt geht's. Mal schauen, ob wir irgendwann zwischendurch rausgewinkt werden. Oder ob der oder die Fahrdienstleitende Person uns gnädig gesinnt ist. Und uns einfach durchfahren lässt. Ich glaube das schon. Es scheint ja nicht mehr viel los zu sein. Wobei jetzt ja in Kürze das Update kommen wird, ne, Dienstag, wo das der fehlende Streckenteil in Richtung Meißen ja nachgeliefert wird, kostenlos, als automatischer Download. Und da wird auch vermutlich der Fahrplan wird auf jeden Fall überarbeitet. Zumindest dahingehend, dass man ja dann die S1 weiterfahren kann. Ich glaube, es war die S1, ne? Oder war es nicht die S1? Na egal, auf jeden Fall die Linie da Richtung Coswig. Und mit etwas Glück kommen hier noch ein paar andere Änderungen in den Fahrplan, nämlich viel mehr Güterzugfahrten.
Das war nämlich ja das, was ursprünglich geplant war, dass hier noch viel mehr Güterverkehr auf der Strecke los ist. Was wir jetzt haben, ist, das wurde mal in einem Stream erzählt, an Güterverkehr nur ein Viertel an dem, was ursprünglich mal geplant war. Gut, ich weiß nicht genau, warum die anderen drei Viertel jetzt draußen sind. Keine Ahnung, hat vielleicht irgendwelche Gründe, der Performance oder Stabilität halber. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht mal wirklich. Aber auf jeden Fall, mit etwas Glück haben wir jetzt viel mehr Güterverkehr, wenn dieses Update dann noch draußen ist. Das wäre schon eigentlich ziemlich cool. Und vor allen Dingen, dass dann auch eine Lok wie die Baureihe 155 eingesetzt werden könnte. Die würde ja perfekt hier drauf passen. Und was ich mir persönlich auch noch wünschen würde, wäre, wenn man die MRCE 182 aus Hamburg-Lübeck ebenfalls für Güterzugfahrten eingesetzt werden kann, statt der 185. Ich sehe nämlich keinen Grund, warum es nicht möglich sein sollte. Also fahrplantechnisch sehe ich da keinen Grund. Vielleicht gibt es da irgendwelche anderen internen Gründe, der Performance halber oder so. Irgendwelche Bedenken. Gut möglich. Will ich nicht ausschließen. Ich will auch dieses Problem gar nicht in irgendeiner Form minimieren. Also es ist ja schon sehr wichtig, dass das alles dann am Ende funktioniert. Und das kann ich ja nicht wissen. Aber so rein fahrplantechnisch, auch das ist nur ein schönes Bild, ne? Mit dem Mond jetzt direkt vor uns. Ein fahrplantechnisch müsste das doch alles auch mit einer 182 machbar sein. Locker machbar sein. Meinetwegen auch gerne Doppeltraktion 182. Das wäre auch cool. Haben wir das überhaupt bisher? Doppeltraktion 182? Gab es das auf Hamburg-Lübeck? Nee, ne? War immer nur eine Einfachtraktion. Generell haben wir, glaube ich, selten Doppeltraktionen bei irgendwas. Also bei lokbespannten Zügen. Die Personenzüge sowieso allesamt nicht. Zumindest jetzt die deutschen Personenzüge. Da ergibt es ja auch nicht wirklich Sinn. Also eine 146 mit Dostos. Da müssen keine zwei Loks vorne und hinten jeweils dran sein. Und bei den Intercities ist das ja auch eher selten. Wobei auf Hamburg-Lübeck haben wir ja die Sandwich-Formation, ne? Das ist ja auch ziemlich cool. Ansonsten Intercities in Doppeltraktion mit 101ern ist mir persönlich sehr, sehr selten bisher untergekommen. Mal gesehen, ja, aber sehr selten. Was bei Intercities ja der Fall ist, Doppeltraktion 218, da die Intercities, die hoch Richtung Sylt fahren. Nicht Sylt, Rügen. Die sind ja, glaube ich, mit einer Doppeltraktion 100, 218 bespannt. Das ist auch ganz nice. Aber so bei den Güterzügen, Doppeltraktion. Mal die Lokzüge außen vor, die meine ich nicht. Das Szenario ist ein ganz normales Fahrplanszenario. Das Repaint ist aus dem Railsim-Forum. Ich habe leider nicht mehr auf dem Schirm, wer genau das Repaint erstellt hat. Also es ist aber ziemlich schön, wie ich finde. Und auch sehr detailliert. Man hat es zu Beginn vielleicht kurz gesehen. Der Download-Link zu dem Repaint ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann später beim Upload in der Videobeschreibung. Und wenn nicht, dann erinnert mich gerne mal in den Kommentaren daran, dass das noch fehlt. Falls das denn fehlt, dann hole ich das sehr, sehr gerne noch nach. Denn wenn jemand Arbeit in sowas hineinsteckt und diese Arbeit wirklich gut ist, dann muss ja sowas auch gewürdigt werden. Und das kann man ja wenigstens machen, indem man zumindest darauf hinweist,
dass dieses Freepaint existiert und dass man sich das downloaden kann. Und ein großes Dankeschön selbstverständlich an die Person, die das Freepaint erstellt hat und es dann frei zur Verfügung stellt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Das ist ja auch Zeit, die man darin investiert. Und gerade diese detaillierten Repaints im Transom World, die dauern sehr, sehr lange, die zu erstellen. Wer schon mal mit dem Livery Designer rumgespielt hat hier im Spiel, der weiß das. Der weiß, wie lange so ein wirklich gutes und detailliertes Repaint dauert. Heißt also, dass sich da Leute die Zeit für nehmen, aus der Community und sowas machen, ist natürlich eine super coole Sache und ich glaube, davon lebt auch so ein bisschen das Spiel. Ja, lebt das Spiel wirklich davon? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt, also gerade die ganzen Leute, die auf Konsole spielen, haben ja sowieso nichts von den ganzen Mods und Repaints. Die können ja auch offensichtlich ohne ganz gut leben. Kommt bei den PC-Spielern, ja, und Spielerinnen, würde ich sagen, da sind einige sehr, sehr coole Mods schon mit dabei. Keine davon ist wirklich so, dass man sie zu 100% unbedingt immer bräuchte, aber also man kann auch das Spiel Vanilla spielen und ganz gut Spaß haben, aber mit den zusätzlichen Inhalten von der Community ist das natürlich was ganz anderes dann. Also wenn man dann nicht immer die gleiche Verkehrsroute Lok sieht, nicht immer den gleichen ICE sieht, sondern auch mal den kleinen ICE oder den Europa ICE oder den Regenbogen ICE. Das ist dann schon eigentlich ganz cool. Das macht das Ganze, das gibt dem Ganzen so ein viel, ja, so einen viel realistischeren Touch einfach. Und es ist halt spannend, so was Abwechslungsreiches zu sehen. Ankündigung auf 130, okay, cool. Whatever. Das R stand für Radebeul, würde ich behaupten. Aber manchmal gibt es ja diese kleineren Nachladeruckler. Jetzt haben wir so die 40 FPS in etwa. So, Ankündigung auf 100. Oder? War das für uns? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen gar nicht 100 fahren, ne? Na, vielleicht holen wir den wieder ein. Dürfen wir fahren. Ja, komm. Komm schon, das wird ein spannendes Rennen. Ja gut, vermutlich muss der jetzt gleich irgendwo halten. Okay, hier schon mal nicht. Ja gut, okay, der kann ja auch gut schneller als die 120 fahren, wir nicht.
Der Talon 2 schafft ja die 160. Die er auch sicherlich auch fahren darf. Ja, gut. Aber vielleicht können wir den dafür bei der nächsten Haltestelle wieder einholen. Na, noch ist er in Sichtweite. Interessant ist doch, wenn man reinzoomt, haben wir ungefähr 10 FPS weniger. Wenn wir rauszoomen, sind wir wieder bei den 40. Auch nicht schlecht. Hallo, Kollege. Dass wir einfach immer noch mit dem Talent hier gleich auf sind. Fast. Und jetzt überholen wir ihn tatsächlich. Vermutlich muss er halten. Sehr, sehr cool. Hier in Radebeul. N. Ja. Weiß ich auch nicht, wofür das steht. Gute Frage. Wir bremsen mal schon mal mit der E-Bremse. Weil gleich irgendwo sowieso eine Ankündigung auf 80 kommt. N. Weiß ich nicht. N. Hm. N. Hm. Hat jemand von euch hier Streckenkunde und weiß, wofür dieses N dort steht? Welche Stadt, welcher Ort damit gemeint ist? So, dann gehen wir mal runter und drücken hier PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Ach, okay. Ja gut. 1000 Hertz Beeinflussung war jetzt nicht aktiviert. Dann sind wir jetzt ein bisschen unnötig sogar auf 70 runtergegangen.
Cool, dass das Fußballfeld hier so mit Flutlichtanlage beleuchtet ist. Nicht schlecht. So, Ankündigung auf 60 wird gleich kommen. Würde ich sagen, lassen wir mal rollen. So, Dresden Neustart. Alle weg. Wow. Einfach wow. Das ist so schön gemacht. Also diese Strecke kann man einfach nur loben. Ja, es gibt Kleinigkeiten, die vielleicht auch nicht ideal sind, aber ganz ehrlich, 100% braucht man nie bei irgendetwas wirklich zu erwarten in diesem Sinne. Aber das ist das Beste, was sie daraus gemacht haben und ich finde es super. So, PZB wachsam. Zugbeeinflussung. 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Dann gehen wir mal mit der AFB runter und dann bremst die Lok automatisch. So, das muss nicht bestätigt werden, ne? So, hier gelten dann die 60. Ja, das Video neigt sich langsam dem Ende entgegen. Deshalb bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für alle, die zuguckt haben und bis hierhin noch dabei sind. Wir drücken auf PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Und bremsen runter, damit wir nicht vom 500 Hz-Magneten gekillt werden. Gehen auf die 50 km/h. Dann sind wir schon mal davor sicher. Und gehen dann jetzt auf unter 35 und dann kann uns der 500er nichts anhaben. Während wir hier vorne Dresden Hauptbahnhof sehen. Dann haben wir da einen Zug, der da steht. Und um die Uhrzeit ist natürlich nicht mehr so viel los. Das ist natürlich selbstverständlich.
Hier steht noch ein Arbeiter. Hat man den gesehen? Ich glaube schon. Ja. So. Dann bremsen wir mal langsam ab. Doch nicht. Oh Mann, der Transom World will, dass wir vermutlich bis zum Signalrand fahren. Klar, macht man eigentlich auch nicht, auf ein haltzeigendes Signal einfach so zu fahren, aber der TSW zwingt uns ja dafür dazu. So, ich danke euch auf jeden Fall aber fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.